Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Top 5 Liste. In der heutigen Folge schauen wir uns die 5 hässlichsten Gebäude in Gesamt DSO mal genauer an. Hier auch die kleine Information. Diese Liste wurde natürlich nach meiner subjektiven Meinung erstellt. Wäre bei mir das Schwanenboot. Es ist ein Wohngebäude, was auf dem Wasser gebaut wird. Es bietet euch 210 Siedler Kapazität. Es ist nicht ausbaubar. Man kann es ganz normal versetzen. An sich ist ja der Schwan ganz schön und ganz okay, gar keine Frage. Bei mir beißt sich so der Zusammenhang zwischen Wohnhaus auf dem Wasser und die Schwanform. Also das passt für mich hinten und vorne nicht. Daher ist das Aussehen, wenn es um ein rein objektives oder Dekorationsgebäude wäre, wäre das echt top vom Aussehen her. Nur die Kombination oder der Verkauf für ein Wasserwohnhaus ist für mich halt da nicht gegeben. Daher ist es hier verdient auf Platz 5. Platz 4, wie man hier sehr schön auch schon erkennen kann, ganz eindeutig die Sonnenblumenzucht. Erstens, sie verbraucht 4x4 Plätze. Das ist halt absolut wahnsinnig. Also sie verbraucht sehr viel Platz. Ihr könnt hier aus Wasser halt Ölsaat herstellen, da Ölsaat recht teuer gehandelt wird. Und ich halt sehr gut zu den Events halt durch die Premium-Freund-Förderung halt den doppelten Ertrag hier rausbekomme, ist es halt für mich ein sehr lukratives Gebäude. Allerdings vom Aussehen her halt eine zu verdienen Platz 4 auf jeden Fall gerechtfertigt. Platz 3 der hässlichsten Gebäude wäre eindeutig die gehobene Werkzeugschmiede. Und hier beziehe ich mich auf den Liegemodus dieses Gebäudes, was ich schon sehr häufig Blue Byte angeprangert habe. Und sie bekommen dieses Gebäude einfach nicht richtig hin oder sie wollen es nicht hinbekommen. Aber es wäre halt schon schön, wenn Blue Byte mal diesen Flugmodus dieses Gebäudes einfach mal bitte behebt, weil so sieht es halt absolut unschön aus. Und wir reden hier von der Stufe 6 dieses Gebäudes. Bei der Stufe 5, das kann ich euch auch nochmal zeigen, das baut gerade bis auf Stufe 6 halt hier aus. Aber hier ist es halt noch Stufe 5 an sich und hier ist der Abstand noch etwas größer. Und das, wenn ihr das Stufe 1 Gebäude bauen würdet, wird es noch schlimmer aussehen. Und wie man auch hier sehr schön sehen kann, das ragt sogar noch in den nächsten Gebäudefeld mit 2x2 Baufläche sogar hier total rein. Wenn ich hier die Gebäude nicht vorgebaut hätte, die etwas größer sind, ja, würde es halt hier auch hier sehr unschön aussehen, was man hier so leicht kaschiert sehen kann. Eine große Bitte, was ich schon mehrmals leider Gottes in meinen Videos zu diesem Gebäude gesagt habe an Blue Byte, aber auch hier nochmal, falls das einer von Blue Byte sehen sollte, gerne weitergeben, dass endlich dieses Gebäude mal bearbeitet wird, dass dieser Flugmodus von diesem Gebäude behoben wird und dass es ganz normal auf dem Boden der Tatsachen geholt wird. Der Platz 2 und dann auch im nachfolgenden Platz 1, der dann natürlich danach kommt. Platz 1 war für mich sehr eindeutig. Platz 2, da musste ich etwas suchen, aber ich habe dann doch nochmal für die Vollständigung der Liste ein Gebäude gesucht und das auch etwas untypisch für mich. Und zwar die Rede ist vom Stufe 1 Schwarzbaum. Erstens, ich habe da halt sehr viele davon und für mich ist halt Stufe 1 mit einer der unschönsten, in Anklammern hässlichsten Gebäude in komplett DSO, da ja hier verdient auf Platz 2. Kleine Information zu diesem Gebäude, ihr braucht jeweils nur ein Gebäude von der jeweiligen Farbe auf die höchstmögliche für euch mögliche Ausbaustufe auszubauen. Dann habt ihr halt hier verschiedene Buffs. Ich habe das nur bis Stufe 5 ausgebaut. Maximalstufe wäre hier 7. Dann wären auch hier anstatt 5 Buffs wie bei mir, wären für euch dann insgesamt 7 unterschiedliche Buffs, die ihr aktivieren könnt bzw. zur Produktion geben könnt. Und die jeweiligen Stufe 1 Gebäude beschleunigen einfach nur die Produktionsgeschwindigkeit von dem Gebäude, was ihr halt am meisten und am höchsten ausgebaut habt. Und das ist halt auch kein Vergleich, ne? Also hier seht ihr Stufe 1 und hier Stufe 5. Stufe 7 sieht halt noch genialer und schöner aus. Eindeutig die altmodische Kaserne. Sie ist zwar animiert mit den beiden, ja, Soldaten, die hier gerade trainieren. Allerdings ist das für mich kein, nicht mal ein halbes oder ein Viertelgebäude. Ich finde halt den altmodischen Stil
einfach nicht gut und nicht schön. Erstens die Definition und was macht das Gebäude? Ein Gebäude von der altmodischen Kaserne beschleunigt eure normale Kaserne und die Elite-Kaserne um je 50%. Ihr könnt natürlich da mehrere von haben, dann beschleunigt sich das halt immer um weitere 50%. Für die Elite-Kaserne gibt es halt das Elite-Übungsgelände, bietet auch 50% Rekrutierungstempo für alle Einheiten, die ihr in der Elite-Kaserne produziert. Und auch hier, je mehr ihr davon habt, umso schneller produziert eure Elite-Kaserne die Soldaten. Dasselbe ist natürlich auch mit der normalen Kaserne. Da gibt es das Gebäude in Grün. Das habe ich aber komplett im Stern. Ich habe mal mir den Spaß erlaubt, die altmodische Kaserne neben den Elite-Übungsgelände zu packen. Dasselbe, ja, beiden Soldaten, die auch hier trainieren, sind natürlich auch dieselben bei diesem Gebäude. Allerdings macht das Elite-Übungsgelände wesentlich mehr her, wie ich finde, als die altmodische Kaserne. Gerne mal eure Meinung unterhalb des Videos, würde mich echt interessieren. Das soll es auch schon zu diesem Video sein. Ich bedanke mich für euer Zusehen und Zuhören. Gerne den Kanal hier abonnieren, dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr von mir. Bis zum nächsten Video und tschüss.